Am Anfang ist es ganz klar die Angst vor dem Tumor. Was macht der mit mir? Wo ist der schon überall her? Was bedeutet das für mich? Angst vor den Therapien, die kommen? Ich denke, am häufigsten haben Frauen Angst davor, dass sie plötzlich nicht mehr Frau sein werden. Ich habe sehr viele Frauen, wenn sie bei mir sitzen und mir ihnen eben leider mitteilen, jetzt sie haben einen Brustkrebs, die dann fragen, ja, aber warum denn ich? Und viele Frauen fragen doch immer wieder, ja, was habe ich denn falsch gemacht, was hätte ich anders machen können. Wenn sie die Diagnosemitteilung bekommen haben, dann ist es häufig so, dass man Krebs gleich assoziiert mit Tod. Das ist eine von unseren Hauptaufgaben, das zu relativieren, dass das ja schon lange nicht mehr so ist, weil Krebs ja relativ gut heilbar früh erkannt ist. Die Schuldgefühle oder zu denken, oh, habe ich das, hätte ich sollen, oh, ich habe es zu streng gehabt, wegen dem habe ich jetzt den Krebs. Das kann schon vielleicht im Einzelfall mal der Grund mit sein, aber meine Meinung ist wirklich, man kann nichts dafür, wenn es einen bereicht mit dem Brustkrebs. Es ist leider eine häufige Erkrankung, aber wir können sie in der Regel gut behandeln. Etwas, was ich immer meinen Patienten sagen, wenn sie mit der Diagnose am Anfang dastehen, versuche ich ihnen den Weg zu zeigen und insbesondere versuche ich ihnen den Weg zu zeigen, dass es sich um eine Episode handelt in ihrem Leben. Und diese Episode hat einen Anfang und wird auch ein Ende haben. Und dazwischen muss man durchgehen, aber man muss das so gut planen und so vorausschauend sein, dass es effektiv bei einer Episode bleibt und nicht zu einer Serie wird über viele, viele Jahre. Für viele Frauen ist es schwierig, den Weg zur Weiblichkeit zurückzuerobern. Es hat sicher auch zu tun, wie definiert eine betroffene Frau ihre Weiblichkeit. Wie fest ist sie fixiert oder wie fest legt sie Wert auf ihre Äußerlichkeit und hat das Gefühl, das ist ihre Weiblichkeit. Eine Brustprothese ist etwas ganz Wichtiges für die Frauen nach Brustamputation. Es gibt nämlich wieder Kontur. Der Körper bekommt wieder eine Kontur, wie man es von früher erkannt hat. Es verhilft einem, dass man sich nicht sozial isoliert, dass man unter die Leute gehen kann, dass die Krankheit nicht so öffentlich ist. Ich finde, man sollte selber entscheiden können, wenn man es sagt und wenn man es zeigt. Und Brustprothese kann genau das eigentlich, kann genau diese Freiheit geben, dass man es selber entscheiden kann. Darum finde ich es etwas ganz Tolles. Zurück zur Weiblichkeit heißt auch, dass man sich auch wieder so zeigen kann, wie man es gerne hat. Du kannst wieder BHs tragen. Es ist wieder alles normal geformt, so wie du es für dich als normal kennst. Ich denke, das ist wirklich ein Prozess, der zum Teil länger geht, aber nicht unmöglich ist. Ich finde, den Moment, wo eine Frau wieder gesund ist, sieht man. Man sieht ihnen an, dass sie eine Therapie kennen, aber man spürt es. Man spürt, wenn sie wieder merken, jetzt fühle ich mich wieder gut, jetzt kann ich wieder anfangen, meine Sachen machen. Ich finde, der Moment ist sehr klar. Und dann finde ich super schön. Und nachher kommt dann die Haare, sie kommt vielleicht wieder in einem schönen Kleid, sie fühlt sich wieder wohl, sie hat einen wunderschönen BH. Und das ist so der Weg, den ich wirklich finde. Wenn sie das könnte, wenn sie das würde glauben oder würde sehen können, ich glaube, dann würde vieles leichter fallen. Und so, dass natürlich wird man aus dieser Episode rauskommen mit Narben, mit Veränderungen des Körpergefühls, mit vielleicht auch Gewichtsveränderungen, Haarveränderungen und so weiter. Aber zum Schluss ist man immer noch eins und man hat diese Episode überstanden und man kann sein Leben wieder weiterleben, genauso wie vorher.